Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Screencast über das Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Ich benutze Citavi bereits seit dem ersten Semester. Es ist ein sehr übersichtliches Literaturverwaltungsprogramm und besteht aus drei Hauptbausteinen. Das ist einmal die Literaturverwaltung, einmal die Wissensorganisation und einmal die Aufgabenplanung. Wie man hier sieht, bin ich gerade im Bereich Literatur. Und für mein Schwedisch-Projekt habe ich bereits einige Bücher rausgesucht. Diese habe ich über die Recherche gefunden und habe dort in der Datenbank die Universitätsbibliothek Paderborn hinzugefügt, da ich dort direkten Zugang zu den Büchern habe und habe beispielsweise Schwedisch-Grammatik gesucht. Und wie man sieht, sind hier 19 von 19 Treffern erfolgreich eingelesen und die roten markierten habe ich bereits hinzugefügt. Wenn ich hier jetzt noch eins auswähle, dann kann ich das anklicken, mir nochmal anschauen, welche ISBN-Nummer und wo genau diese Literatur steht. Ich möchte den Titel übernehmen und auch nur meinen. Ich könnte rein theoretisch auch alle übernehmen. Und dann wurde die Literatur auch schon hinzugefügt. Ich kann jetzt hier noch was zum Inhalt hinzuschreiben, kann mir Querverweise machen, kann Schlagwörter eingeben und kann mir zu genau der Literatur noch eine Aufgabe stellen, wie zum Beispiel lesen und kann hier auch eingeben, ob ich damit schon begonnen habe, ob ich schon fortgeschritten bin oder ob ich das schon abgeschlossen habe. So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Bereich, das ist die Wissensorganisation. Ich habe mir hier Gedanken hinzugefügt, die ich noch hatte. Und da habe ich zum Beispiel eine Internetseite hinzugefügt, eine schwedische Nachrichtenseite, auf der ich ein paar Texte lesen wollte, die sehr einfach geschrieben sind. Und bei dem Gedanken Grammatik wollte ich mir Fragen, die ich zur Grammatik habe, notieren. Und im dritten Aufgabenbereich, Aufgaben, habe ich mir hier beispielsweise Aufgaben notiert und möchte mir diese Literatur entleihen. Dort möchte ich was lesen, Vokabeln lernen, da habe ich mir genau eine Notiz hingemacht, welche Lektionen ich da brauche und zum Beispiel Zitate exerpieren. Ja, insgesamt ist Citavi ein sehr übersichtliches Programm. Positiv ist natürlich auch, dass es auf Deutsch ist und man sich nicht erst richtig einarbeiten muss. Und man hat nicht nur Zugriff auf seine eigene Universitätsbibliothek, sondern auch auf andere. Ja, ich freue mich, dass ihr